Willkommen zum Let's Play des Story-Modus von Splatoon 2. Wir sehen schon, wie im ersten Teil, der Elektrowels von Inkopolis ist spurlos verschwunden. Und ich schätze mal, unsere Aufgabe wird es sein, diesen wieder zu beschaffen. Und zwar sicher dort, wo diese mysteriöse Frau, die aussieht wie Limone aus dem ersten Teil, gerade verschwunden ist. Okay, schauen wir uns doch mal um. Seit dem 21. Juli 2017 gibt es dieses Spiel hier, der Nachfolger zum sehr erfolgreichen Titel für die Wii U. Falls ihr den Online-Modus, beziehungsweise den ersten Part des Online-Modus noch nicht abgecheckt habt, den habe ich hier oben verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wir schauen uns jetzt hier mal um. Wir haben nicht den alten Dr. Kuttelfisch, sondern tatsächlich Limone. Die Octarianer kommen. Ein tentakuläres Hallo. Da bist du ja. Schon als ich dich auf dem Platz gesehen habe, wusste ich, dass du auserwählt bist. Du bist jetzt wahrscheinlich voll von den Socken, die echte Limone vor dir zu haben. Beruhig dich, Autogramme geht's später. Wie, wer ich bin? Na, Limone, die bessere Hälfte der allseits beliebten Sea Sirens. Ja, sag mir was, ist gut, ich kenne dich, bist cool. Wie, nie gehört? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Aber was soll's. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe was viel Dringenderes zu bereden. Ich brauche da etwas Hilfe. Hast du mitgekriegt, dass der Riesen-Elektrowels weg ist? Die Energiequelle für den Inkopolis-Platz? Dahinter stecken die Octarianer. Wie ich das weiß? Oberflächlich betrachtet sehe ich vielleicht nur wie ein unfassbar talentierter Popstar aus. Aber in Wahrheit bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarinen. Einer Geheimeinheit von Helden, die Welt von den vor den Octarianern rettet natürlich. Ich habe versucht, die Octarianer im Auge zu behalten, aber ich habe immer so viel zu tun. Wenn nur Aioli da wäre... Jedenfalls, du musst mir helfen, den Riesen-Elektrowels zurückzuholen. Was sagst du? Hilfst du mir? Na klar. Ich habe kein Nein gehört, also werte ich das mal als Zustimmung. Dann bist du ab sofort Nummer 4 der neuen Aquamarine. Wer ist Nummer 3? Wer ist aber... Hä? Also Nummer 3 waren wir ja im vorherigen Teil. Scheint sich ziemlich zu freuen. Als Bonus bekommst du einen brandneuen Heldenanzug. Passt ja perfekt. Gut siehst du aus. Nicht schlecht dafür, dass du... Das nur mein alter Anzug ist. Okay. Dann kannst du ja losgehen. Gehen wir ein paar Octarianer-Tentakel verknoten. Eins noch, du musst die Geheimzugänge zu den Verstecken der Octarianer erst einfärben, bevor du sie betreten kannst. Was zum Fick ist das für eine Scheißwaffe, Alter? Wie oft muss man da bitte dran schießen? Zur rettende Elektrowelse 3. Ich glaube, ich könnte ja auch so gut wie alles einfärben, wenn ich das denn möchte. Aber das muss ja jetzt nicht sein. Wir gehen einfach mal hier nach vorn. Wir kennen die ganze Prozedur ja schon. Muss jetzt erstmal diese Teile finden da, die Levelzugänge, wo auch immer die sind. Was ist das hier? Ach ja, stimmt, die Ingame-Währung. Hab ich ganz vergessen. Was bist du? Das ist so ein kleines Spielchen hier, oder was? Okay, hier ist schon mal ein Level. Hallo. Bleib hier. Oh Gott, das könnte jetzt was werden. Nicht, dass ich hier gleich sterbe. Was ist das bitte? Ach, diese Geheiminformation. Willkommen im Octo Canyon, dem schönsten Ort der Welt. Vergessen Sie nicht, Souveniraufkleber mitzunehmen. Aufkleber. Was will ich denn mit Aufklebern? Alter, diese Geheiminformationen waren viel geiler. So, hier geht's anscheinend hinter. Alter, was zur Hölle. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese Waffe ist nicht wirklich geil. Okay, das ist Level 3. Das machen wir natürlich nicht zuerst. Ich muss mich noch ein bisschen umschauen und vor allem wieder zurechtfinden. Das kann ich nicht bekleksen, genau. War hier der Level? Ne, wo war ich denn vorhin? Wo der Level war? Bin ich dumm? Ach, dort. Okay. Na gut, dann schauen wir uns den jetzt einfach mal an. Ich schätze, das ist Level 1, jawohl. Die Octarianer können es nicht lassen. Huch. Ja, betreten, hallo. Achso, eine ZL.
Oder habe ich noch einen Ballon vergessen? Na, da unten war noch einer. Okay, schaue ich mir gleich nochmal an. Aber jetzt, ja, versuchen wir erstmal ein paar Hintern. Das war die der Octarianer. Ja, ich weiß noch so ungefähr, was hier so abging. Da hinten sehen wir schon so einen Elektrowels-Ding. Warum man nicht einfach gleich dahin springen konnte, ist mir ein Rätsel. So, wie wäre es, wenn wir den einfach mal fein umbringen? Hat noch nicht ganz so hingehauen. Diese Waffe ist so unglaublich scheiße, Alter. Aber die Gegner sind noch so schwach, dass das überhaupt kein Problem ist anscheinend. Was ist das bitte? Ah, okay. Kleine Spielereien, also. Ich schätze mal, nee, da kommen wir nicht hoch wahrscheinlich. Wir müssen, glaube ich, auch in jedem Level so eine Page finden wieder, schätze ich mal. Ich schätze nicht, dass sie gleich schon hier am Anfang irgendwo ist. Hä, ist ja irgendwie dumm. Warum reagieren die dann nicht mehr drauf? Okay. Ja, die muss man ja mal kurz ablenken erst, damit man die dann umbringen kann, dass sie halt im Prinzip irgendwie erst woanders hinschauen. Bin ein bisschen misstrauisch, ehrlich gesagt. Ah, Hilfe. Also, die haben mein Schutzschild durchbrochen. Geht ja gar nicht. So. Ah, da haben wir schon wieder 9 bekommen. Ja, mit der Ingame-Währung kann man dann ein bisschen Zeug kaufen sich später, so bessere Waffen, Sekundärwaffen, Spezialwaffen, alles. Aber ich weiß gar nicht, gibt es hier überhaupt die Spezialwaffen? Ach, keine Ahnung. Das werden wir schon rausfinden, alles. Ich hoffe mal, da sind jetzt schon einige gestorben. Scheint allerdings nicht so. Kann man sich aber gut verstecken. Bye bye. Okay, ich schaue mich aber lieber nochmal um. Ne? Es kann ja sein, dass man hier irgendwo was findet. Wer weiß das schon so genau? Die Teile da sind ganz cool, weil man damit große Flächen gleichzeitig einfärben kann. Ey. Ist der irgendwie dumm? Schauen wir mal nach da hinten. Hat ihr einen Schlüssel für mich? Nö. Warum auch? Muss ich mich mal ein bisschen umschauen. Wahrscheinlich dann doch eher da drüben. Oder ich weiß ja nicht, ob das hier auch noch so ist, dass man hier überall dieses Zeug finden muss. Keine Ahnung. Naja, kommt nur her. Da drin könnte jetzt natürlich diese Forschungsnotiz sein oder der Schlüssel. Ah, der Schlüssel, okay. Aber ich will ehrlich gesagt noch nicht ans Ende. Also ich weiß ja gar nicht, ob es das hier überhaupt gibt. Wir werden das gleich rausfinden. Aber wenn, dann will ich die auf jeden Fall in jedem Level holen, weil ansonsten ja. Weiß nicht. Wäre es nicht so toll. Aber der Level geht anscheinend noch ein Stück. Ich dachte, hier wäre schon fast das Ende jetzt. Wir haben also noch ein bisschen Gelegenheit, den zu finden. Ich schätze auch nicht, dass der so. Also diese Forschungsnotiz, was auch immer das ist, diese Sticker, keine Ahnung, dass die so schwierig zu finden sind. So, hier haben wir Ausrüstung. Kommt nur her, ja, kommt nur her, ist gut. Was ist das denn? Bye bye. Das sind ein paar komische. Ah, da oben rechts sehen wir es doch. Also man kann anscheinend irgendwas finden. Ich weiß allerdings nicht was genau. Zwei Sachen. Wirklich keine Ahnung was, aber halt irgendwas. Hier ist irgendwo ein. Ist das der Haken da oben oder was? Was ist das denn? Also wenn es zu viel wird, versteck dich kurz und atme durch, ja. Gestorben, ne? Schade. Gott, die sind ja böse, ey.
whatever auch das ist. Achso, es war Geld, okay. Hier können wir nach oben. Das riecht eigentlich schon fast nach dieser Forschungsnotiz. Aber nein. Dort drüben können wir auch nochmal hoch. Also gut. Wo können die versteckt haben? Ich weiß nicht, also diese Waffe ist irgendwie viel zu langsam. Ja, ja, komm. Da ist noch irgendein Vieh. Der kann mir aber irgendwie nichts. Kann man noch durchlaufen? Ja. Irgendwie vorher schon runtergekonnt, dass es dann da unten irgendwie war. Das wäre jetzt natürlich bitter, ne? Das fällt mir dann immer erst danach ein. Aber ich habe keine Ahnung. Aber da kann man anscheinend oben drauf, das könnte es natürlich auch sein. Ja, nee, warte, what the fuck ist das? What the fuck ist das? Das kenne ich noch nicht. Okay, also haben wir einen Sammelgegenstand schon mal uns geholt. Super, wie das funktioniert hat. Ah, ich kann. Ich habe noch einen Versuch. Ich dachte eigentlich, ich bin durchgesprungen. Okay, jetzt hat es hingehauen. Drüben geht es noch weiter. Komme ich auch da runter? Ja, da muss ich wahrscheinlich sogar runter. Das könnte es jetzt sein. Ich schätze mal, da hinten wären wir schon fast fertig. Fuck. Aber ich bin zu hoch gesprungen. Ah ne, hier geht's. Zu weit runter meine ich. Aber hier ist sie. Die Forschungsinformation oder der Stempel oder whatever das auch diesmal ist. Da ist irgendein Vieh. Ja, wahrscheinlich. Alter, leck mich. Scheiß Vieh. Okay, danke. Was haben wir hier noch Schönes? Bestimmt nur ein bisschen Geld oder so. Nein, natürlich nicht. Okay, kein Problem. Da geht's anscheinend weiter. Okay, dann habe ich ja sogar hier runter gemusst. Das habe ich jetzt gar nicht so gecheckt, ehrlich gesagt. Aber was mir auffällt, ist, dass die... Was ist das? Achso, eine Spezialwaffe. Dass die, was wollte ich sagen? Dass die Level länger sind, irgendwie. Ist es möglich? Drücke... Achso, das R meint die, also... Sorry, aber das muss man halt dazu sagen, dass man den rechten Dingens rein. Dass man den rechten Stick reindrücken muss. Das hat mir niemand gesagt. Sorry, wenn da R steht, dann denke ich natürlich oben an R und nicht an den Knopf. Also das ist ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. So, whatever jetzt hier drin ist, keine Ahnung. Okay, noch mehr Schwarmraketen. Das ist eine ganz coole Spezialwaffe, ehrlich gesagt. Muss ich drücken? Nö. Die verrecken jetzt schön alle. Ist ja super. Okay, das war schon mal Geld. Das ist ein Schlüssel, das ist noch ein Schlüssel. Mal das hier noch auf und das hier noch auf. Gibt es noch mehr Geld? Okay, und jetzt können wir abhauen. Da schaffe ich ja gar nicht mehr so viele Level in einem Part, Mensch. Ich glaube, früher hatten wir mal so 3 oder 4 pro Part geschafft, aber jetzt nur. Machen wir halt nur 2. Ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm. So, erste Level erfolgreich abgeschlossen. Whatever wir da jetzt auch mitgebracht haben.
Okay. Während der Darbietung einer jungen Dame beim Nachwuchsgesangswettbewerb beschädigte eine plötzliche Schockwelle den Veranstaltungsort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Okay. Und was ist jetzt das andere Ding? Willkommen zurück. Ist gar nicht so schwer, oder? Nö. Nicht so schwer. Okay, jetzt da oben ist noch das andere Ding. Kommen wir nämlich nur von hier hin, oder? Ja. Dann machen wir das doch eben noch. Ne, hier oben ist irgendwas anderes. So ein komisches Ding. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Aber ist okay. Können wir uns den noch irgendwie holen? Hä, das hatten wir vorhin erst, oder? Ja, das hatten wir vorhin erst. Vielleicht bekommt man ja noch was dafür. Hallo. Gut, dass jetzt schon alles eingefärbt geblieben ist. Boah, Alter. Wir sind sehr früh abgesprungen. Hey, noch? Noch einen Stingens? Nee, ach so, das hat mir jetzt nur Geld gebracht oder was weiß ich. Ja, ist ja langweilig. Okay. Was machst du so? Ist die irgendwie dumm? Hey, die tötet mich noch. Ach, scheiß drauf. Okay, so, wo ist jetzt hier die letzte, hier. Beziehungsweise der zweite Level. Willkommen in Octopia. Na dann. Schauen wir uns das doch auch mal noch an. Okay, schauen wir uns den zweiten Level mal an. Dann kommen direkt hier diese Viecher auf uns zu. Die sind recht böse, aber ansonsten geht's. Hier haben wir ein bisschen... Whatever, Alter, ist das eine geile Atmosphäre. Nice. Aber so richtig nice. Okay, ich schaue mich natürlich wieder genau um. Nicht, dass hier am Ende noch irgendwas verpasst wird. Da haben wir diese Schwämme, die wir schon im Online-Let's Play gesehen haben. Hat mich echt überrascht, die dort zu sehen. Okay, hier komme ich erstmal nicht weiter. Warum werden die nur so groß? So, diese komischen Ballons, die bekommt man irgendwie immer nur, wenn, wenn man die als erstes holt anscheinend. Also, da darf man nicht den Gegner besiegen, sondern muss erst sich den Ballon schnappen und dann... den Gegner besiegen, aber pff, naja, wer weiß, was da schon Großartiges drin ist, keine Ahnung. Dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann schon mal noch anschauen, aber ja, momentan habe ich es halt noch nicht geschafft. So, den Schwamm brauchen wir jetzt gar nicht weiter, das ist ein Checkpoint. Was, Feind voraus, pass auf dich auf, ja, achso. Tja, kein Problem für den High-Level-Bro-Gamer, ne? Okay, gönnen wir uns hier drüben noch das Zeug. Drüben einfach Beeren finden. Okay, warte, das müssen wir ausprobieren. Okay, nice. Ist auch neu, meines Erachtens. Schön, dass wir diesen Sand so gut einfärben können. Okay. Octo-Rekruten auf dem Gitter dort gesichtet. Oh, ach, dort. Als ob die mich hier sehen. Also sobald man ins Wasser kommt, stirbt man schätzungsweise, deswegen lassen wir das mal lieber weg. Aber ich habe jetzt lieber geschaut, nicht dass man da unten noch irgendwas sich hätte holen können. Wie zum Beispiel, ne, das ist nur Ausrüstung. Hier kommen wir aber nach oben. Wenn ich nicht zu blöd dafür wäre. Okay. Das gönnen wir uns mal noch. Da hoch kommen wir nicht, oder doch? Vorne? Nee. Schade. Hätte ja sein können. Oh. Gut so. Hier unten können wir mal hinschauen. Okay, das ist nämlich schon die Forschungsnotiz.
Können wir hier auch ein bisschen einfacher hoch? Gibt's da noch was? Nee. Okay, hier ganz nach oben drauf kommt man auch noch. Da haben wir aber nur Geld, okay. So, da unten waren wir. Stirb. Okay, da war noch ein bisschen Geld drin, wenn ich jetzt mich erst um den Ballon kümmere. Na gut, da war jetzt... Ne, war eigentlich gar nicht so viel drin. Also es lohnt sich nicht unbedingt. Gerade wenn es ein bisschen riskanter ist, okay. Achso, die sind ja miteinander verbunden, okay. Auch gut zu wissen, dass es sowas gibt. Jetzt muss ich noch diesen komischen Fisch da finden, diese Sprotte. Weißt du nicht, wo ich da suchen soll? Aber da unten sieht es eigentlich ganz gut aus. Das kommt mir gerade irgendwie seltsam bekannt vor. Komischerweise. Hier ist aber nur Ausrüstung, schade. Und das mit dem Gitter, dem Tintenputzer und hier dieser Sache mit den... mit diesem Geheimgang da unten, das gab es schon mal so als Element. Kommt mir zumindest echt so vor, okay. Also ihr mal wieder, ja? Den musste ich jetzt schnell ausschalten, sonst hätte er mir ja den Schwamm wieder kaputt gemacht. Okay, schauen wir kurz noch, was hier hinten ist. Nichts weiter, da unten waren wir schon. Dann will ich jetzt aber kurz mal hier dran vorbeischauen. Da oben gibt es doch bestimmt irgendwas. Hatten wir eben schon, dass man an so einem Teil mal dran vorbeischwimmen musste. Ja, da ist diese Metallsprotte, so. Dann hätten wir auch in diesem Level wieder alles gefunden. Jetzt wieder direkt von hier oben da rein, ja. Okay, und so lang scheint das Level dann auch nicht mehr zu sein. Was haben wir hier? Spezialwaffe, keine Ahnung. Tintenschock. Ah. Okay, das wäre eigentlich ganz praktisch gewesen, schätze ich mal. Kommen denn noch mehr? Ja. Bam. Okay, das ist nice. Das könnte mit einer meiner Lieblingsspezialwaffen werden, wenn man denn dann dabei nicht getroffen wird. Also, wenn man dann, während man hoch in der Luft schwebt, irgendwie getroffen werden kann, wäre das schon ein bisschen asozial, weil du kannst da im Moment nichts machen. Aber andererseits muss natürlich auch jede Ding jetzt seine Nachteile haben, ne? Schön, dass der das nicht checkt. Okay. Ja, da müssen wir jetzt nicht mehr ganz so gründlich vorgehen, ne? Weil mehr können wir ja nicht finden. Ach, das ist doch nice. Ach so, ein Spaß ist das. Die liebe ich ja, Alter. Wow. Wenn die mit ihren scheiß Bomben richtig auf den Sack gehen. Okay, dann ab nach oben und den nächsten Elektrowalz geholt. Können wir ein bisschen, genau, schneller die Wände hochschwimmen. Her damit! Okay. Ja super, hätten wir das auch geklärt. Schauen wir uns noch den Eintrag an. Und dann war es das auch schon wieder für diesen Part. Willkommen in Octopia, haben wir also geschafft. Mit allem drum und dran. Die Musikwelt spricht noch immer von jener legendären Underground-Show vor 2 Jahren. Für alle, die DJ Octario als Vorgruppe und die ZZ Reigns als Main-Act erleben durften, war die Welt danach nicht mehr dieselbe. DJ Octario, für alle, die es nicht wissen, war der Endboss vom Story-Modus des ersten Teils. Und ja, ZZ Reigns haben wir schon gesagt, Aioli und Limone. Limone haben wir ja schon kennengelernt, Aioli ist ja verschwunden, komischerweise. Wer weiß schon, wo die so sind. Ja, das wird ja interessant hier. Also bleibt dran. Wir schauen uns beim nächsten Mal dann natürlich den dritten Level an und vermutlich auch den Boss. Also es wird interessant. Bis zum nächsten Mal und
Ciao.